Moin Leute, heute mal die Begrüßung vom Mittagstisch. Ich komme gerade aus der Schule. Ich esse gerade Mittagessen. Und ja, gleich muss ich dann eben noch das Futter für die Pferde machen. Und ja, genau, danach geht's dann zum Stützpunkttraining. Ich freue mich schon mega, weil ja, das hat ja jetzt auch schon länger nicht mehr stattgefunden und so. Und ja, deswegen freue ich mich mega, da wieder hinzufahren. Wir müssen da ja mal nach Rehde zu Gerd. Und ja, dann geht's nachher erstmal in den Stall, den Rocky fertig machen. Und ja, dann geht's auf die lange Reise. Und ich bin sehr gespannt, wie es heute so laufen wird. Das normale Futter schon mal fertig und jetzt nehme ich hier immer so einen großen Eimer und da mache ich dann immer noch die Heukops rein, weil das ja alle bekommen. Dann teile ich das mal erst im Stall auf und man sieht gerade gar nichts. Das schaut so auf und ja, hier kommt dann halt jetzt ein bisschen mehr rein, dann für alle vier und dann teile ich das im Stall auf. Bevor es jetzt gleich losgeht in den Stall, möchte ich auch noch kurz jemanden vorstellen. Und zwar meinen neuen Kooperationspartner, das sind DreamWorks und Togo. Und ja, in den nächsten Wochen werden 4 Challenges online kommen unter dem Motto Spirit wild und frei Abenteuer zu Hause. Das hat mega viel Spaß gemacht zu drehen und Freitag wird schon die erste online kommen. Spirit sieht Alfia mega, mega ähnlich. Und ja, Spirit hat dann eine Reiterin, die heißt Lucky, die ist 12 Jahre alt. Die erlebt dann mit ihren Freunden Prue und Abigail immer ganz viele Abenteuer und Herausforderungen. Und ja, so sind die Challenges dann eben auch. Das ist einfach mega, mega cool. Und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr die dann nachmacht. Und wenn ihr die unter togo.de hochladet, dann könnt ihr sogar wöchentlich etwas gewinnen. Und ja, ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Glück. Ach ja, und übrigens könnt ihr euch gerade die Serie auch kostenlos in der Togo-App oder unter togo.de anschauen. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los ins Stall. So, Rocky steht jetzt schon auf dem Anhänger. Ich habe ganz vergessen mitzufilmen. Und ja, jetzt geht's los nach Rehde. Die waren vorher noch draußen, also wir haben die gerade reingeholt und so und ausgemistet. Und ja, jetzt gerade habe ich Rocky schon mal sauber gemacht. Mama hat ihn gerade aufgeladen und jetzt fahren wir los. So, wir sind jetzt gleich da. Also wir fahren jetzt auf den Hof und dann werden wir Rocky erstmal fertig machen. Wir sind ein bisschen spät dran, weil so eine Straße gesperrt war und deswegen mussten wir voll den riesen Umweg fahren. Aber ja, wir machen jetzt mal schnell fertig. Und ja, dann reite ich. Heute kommentiere ich euch mal ein bisschen das Stützpunkttraining. Wir fahren ja immer nach Rehde zum Stützpunkt. Und die ersten Aufwärmsprünge haben wir erstmal weggelassen, so die kleinen, sonst wird das alles ein bisschen sehr lang. Nach dem ersten Aufwärmen kommen dann so Phasen aus dem Parcours, einzelne Sprünge oder Distanzen, die erstmal geübt werden, bevor das dann alles nachher zusammenhängend im ganzen Parcours geritten wird. Hier sind es 3 Sprünge hintereinander, 2 Distanzen, einmal auf 5, einmal auf 6 Galoppsprünge. Das wird dann auch nochmal von der anderen Seite geritten. Dabei wird natürlich geübt, wie viele Galoppsprünge muss ich reiten, muss ich ein bisschen vorwärts reiten, muss ich ein bisschen aufnehmen, um dann passend beim nächsten Sprung anzukommen. Hier eine dreifache Kombination, da ist sie richtig gut reingekommen. Jetzt kommt nochmal eine andere Distanz. Oxer, Oxer. Und dann nochmal die 3 Sprünge hinterher. Da wurde es ein bisschen weit zum mittleren, hätte es ein bisschen weiter reiten können. Aber kommt dann zum letzten doch wieder gut an, indem sie da dann weiter geritten ist. Jetzt kommt sie hier ein bisschen dicht in die Kombi, dann wird es ein bisschen weit zum zweiten. Wenn man am ersten dicht ist, muss man dann gut zureiten, um beim nächsten anzukommen. Jetzt kommt der Wassergraben. Da gab es ein bisschen Probleme. Wer uns auf Instagram folgt, hat das sicherlich gesehen. Letzte Woche, als sie beim Landestrainer geritten ist, ist er auf den Wassergraben draufgetreten. Und das hat ihn so erschreckt, dass er dann Angst davor hatte und nicht mehr drüber wollte. Und das hängt uns jetzt noch etwas hinterher. Er ist immer noch etwas ängstlich. Ich habe mich dann daneben gestellt, deswegen habe ich da nicht gefilmt, als sie das zweite Mal angeritten ist.
Und da ist er dann aber drüber gesprungen. Aber ihr seht es gleich nochmal im Verlauf des Parcours. Gleich kommt der Wassergraben nochmal. Jetzt reitet sie nämlich gerade den ganzen Parcours einmal durch. So, jetzt kommt nochmal dieser Weg von dem Deutschland-Ochser zum Wassergraben. Ich stehe jetzt immer noch daneben und jetzt springt er auch drüber. Aber der Respekt ist einfach immer noch da. Kommt nochmal die dreifache Kombination und danach nochmal außen diese zwei Distanzen mit den drei Sprüngen, wo fünf und sechs Galoppsprünge geritten werden sollten. Das ist leider etwas schief gegangen. Lia hat nach dem zweiten Sprung Rocky ein bisschen zu doll aufgenommen, das seht ihr jetzt. Und dann passte die Distanz nicht mehr und er hat den Absprungpunkt nicht gefunden. Rocky konnte sich zum Glück fangen, aber Lia ist runtergefallen, auf ihre Hüfte draufgefallen und hat sich dabei auch etwas wehgetan. Aber Gott sei Dank ist ansonsten nichts weiter passiert, aber ich habe dann nicht mehr weiter gefilmt. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Rocky steht auch schon in der Box. Und ja, wir haben gerade auch noch einmal die Füße gewaschen. Und ja, die vom Sand befreit und so geschaut, ob er irgendwelche Macken hat oder so. Aber alles super. Und ja, die anderen sind hier auch ganz zufrieden am Heumümmeln. Ne, du? Ja, es gab auch schon Mesh, deswegen siehst du mal wieder sehr, ja. Wer weiß wie aus? Dobby, hä? War das lecker? Hier sieht es auch mal sehr, sehr gut aus, hier oben drauf. Immer alles saust du ein, ne? Ja, willst du noch mehr am liebsten, ne? Hier ist der Alfie, den haben wir gerade auch noch eingeschmiert. Wegen seinem Sommerexem. Ja, du kommst sauber, Mann, ne? Und ja, genau, wir hängen jetzt noch ab. Und dann geht's für uns auch nach Hause. Und dann haben wir uns gedacht, wir schneiden euch die Turnierritte auch noch hinten dran hier in diesem Video. Denn dieser Sturz vom Vortag zog sich dann so ein bisschen weiter, weil das Lia doch noch in den Knochen und vor allem auch im Kopf steckte. Wir waren jetzt hier mit Dobby ja auch in Rhede. Da war eine Qualifikation zum Bundeschampionat. Und sie startet jetzt hier Richtung ersten Sprung. Der erste und zweite Sprung haben noch super geklappt und dann kam wieder eine Distanz. Und man merkte ihr an, dass sie da immer noch unsicher war durch die Vorkommnisse am Tag zuvor, wo die Distanz so schief gegangen ist und es dann zu dem Sturz kam. Sie reitet dann nämlich zu doll weiter und kommt unpassend beim dritten Sprung gleich an, wo Dobby dann verweigert und etwas in den Sprung reinrutscht. Und dann der Sprung wieder aufgebaut und sie reitet erneut an. Und dann findet sie wieder nicht so die richtige Distanz, reitet zu doll los, einfach weil sie so unsicher ist. Und Dobby verweigert wieder, was aber gar nicht schlimm ist. Das ist ja nicht seine Schuld. Sie lobt ihn dann auch und streichelt ihn. Das seht ihr gleich. Jetzt reitet sie das zweite Mal an und reitet da wieder so los. Ja, es passte dann einfach nicht. Und dann ist sie ein drittes Mal angeritten, dann ist er auch gesprungen. Danach habe ich dann aber nicht mehr weiter gefilmt, weil ich selber so aufgeregt war und habe dann noch versucht, ein, zwei Fotos zu machen. Den Parcours hat sie dann ansonsten fehlerfrei zu Ende gebracht. Es gab aber keine Wertung wegen der beiden Verweigerungen. Am nächsten Tag hatte Rocky dann Turnier. Da waren wir in Münster-Handorf beim Westfälischen Pferdezentrum. Hier reitet sie jetzt gerade in einem Zwei-Sterne-A-Spring mit steigenden Anforderungen. Das bedeutet, dass die letzten beiden Sprünge auf L-Höhe sind. Es geht halt von Ein-Sterne-A über Zwei-Sterne-A bis zur L-Höhe. Und ja, es geht gegen die Uhr, wie man sieht. Sie ist schnell unterwegs. Und man sieht aber auch, dass sie immer noch diesen Sturz in den Knochen hat und etwas verkrampft sitzt. Und ja, sehr auf Angriff reitet, um auch wirklich drüber zu kommen. Und das hat aber gut geklappt. Die beiden haben eine Nullrunde hingelegt, die auch relativ schnell war. Die haben den 9. Platz belegt in diesem Springen. Hier hat sie etwas zugeritten. Das war einer der L-Sprünge. Und ist dann mit 0 Fehlern im Ziel. Und dann gab es eine grüne Schleife dafür. Danach war dann noch ein L-Springen. Auch gegen die Uhr, also auf Zeit. Aber sie ist in diesem Springen ganz ruhig geritten, also normal, ruhiges Tempo, überall hinten rum, keine Abkürzungen. Das Wichtigste war einfach hier sicher durchzukommen.
Denn kurz vor dem Springen, als sie auf dem Weg zum Abreiteplatz war mit Rocky, ist etwas passiert. Da ist auf dem Turnierplatz der große Wassersprenger angegangen und sie war gerade außerhalb des Springplatzes, genau auf der Höhe von diesem Sprenger, als der anging, wo Rocky sich mega erschreckt hat, eine 180-Grad-Drehung gemacht hat und sie runtergeflogen ist und eher Richtung Anhängerplatz galoppiert ist. Und da ist sie wieder auf die gleiche Stelle geflogen wie beim Stützpunkttraining 2 Tage zuvor. Und da tat ihr die Hüfte dann doch ganz schön weh. Und da sowieso die Verunsicherung da war und dies dann nochmal wirklich alles wieder durcheinander gebracht hat, Rocky ein bisschen durch den Wind war, durch den Schrecken und sie auch, ist sie dann einfach in diesem L-Springen eine sichere Runde geritten. Und es ging überhaupt nicht darum, eine Schleife zu bekommen, sondern einfach nur gut ins Ziel zu kommen. Und das haben die beiden ja auch geschafft. Sie hatten dann keinen Abwurf, am Ende 3 Zeitfehlerpunkte, weil sie halt so langsam geritten ist. Darum gab es dann auch keine Platzierung, trotz 0 Fehlerritt. Aber das ist ja auch überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist einfach, dass sie den Parcours gut gemeistert haben. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir einmal das Training und die Ritte kommentiert haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.